Eurobike Tag 2. Heute haben wir einen lauen Sommerregen und den ersten dicken Schauer schon überlebt. Und gucken wir mal, was die Motivation heute so bringt. Denn Tag 1 war schon ziemlich krass und lang. Aber wir machen das Beste draus. Gucken wir mal. Oh! Benni, gut, dass ich dich sehe. Ich muss dir unbedingt was zeigen. Okay, okay. Die Neuheiten von Matt. Okay. Letztes Jahr hat Matt ja den Corso präsentiert. Einen Helm für urbanes Radfahren und Cityradfahren. Und auf der Basis hat man jetzt den neuen Gran Corso entwickelt. Gran Corso deshalb, weil der Helm nach dem neuen NTA-Standard für S-Pedelecs entwickelt wurde. Hat also etwas mehr Sicherheit, wenn man mit dem E-Bike S-Pedelec unterwegs ist. Dadurch hat der Helm etwas höheres Gewicht von 320 Gramm, was aber immer noch relativ leicht ist. Man hat als Features einmal diese umlaufende, reflektierende Schicht. Des Weiteren das Safety Advanced Einstellsystem, eine magnetische Kinnriemenschließe. Und als zusätzliches Zubehör gibt es dieses magnetische Sichtvisier, das sich am Helm entweder oben in der Ruheposition befestigen lässt oder magnetisch hier unten als Sichtschutz. Das ist der Matt Roam, der neue Trail Enduro Helm von Matt. Als Besonderheit hat man hier ein neues Visier mit einem leichten Verstellmechanismus. Den Helm gibt es in zwei Varianten, einmal mit MIPS, einmal ohne MIPS. Als weiteres Highlight gibt es ein neues Einstellsystem, das sich in der Weite und in der Höhe natürlich sehr leicht verstellen lässt. Und man kann diese beiden Hinterkopfhalter auch nochmal in der Weite verstellen. Als weiteres Highlight gibt es am Visier eine Goggle-Bandführung, wo man das Brillenband hier einfach einklemmen kann. Auf dem Kopf hält der Helm auch richtig gut. Den gibt es in drei Größen, S, M und L. Und der Helm wiegt ab 325 Gramm in Größe S. 2017 feiert Matt sein 30-jähriges Bestehen und 30 heißt es auf Italienisch Trenta. Und so heißt auch das neue Top-Rennrad-Helm-Modell von Matt. Trenta 3K Carbon hat einen 3K Carbon-Käfig in die Helmschale integriert, der hilft, die Dichte des EPS-Materials, das verwendet wird, um 20% zu reduzieren. Dadurch wiegt der Helm in Größe M 215 Gramm, gehört mit zu den leichtesten Helmen am Markt und ist verfügbar ab Anfang nächsten Jahres. Ich glaube, ich diss mal so einen Rennradfahrer. Ich dachte nochmal, ne? Was kann ich mir noch angucken bei euch? Was du auf jeden Fall angucken könntest, wäre der neue Garmin Edge 1030. Hallo Peter, erzähl uns mal was über das neue Garmin Edge 1030. Ja, das ist unser neues Highlight. GPS Fahrradcomputer von Garmin. Was ist neu an dem Produkt? Wir haben ein größeres Display als beim Vorgänger beim Edge 1000. Wir haben eine längere Akkulaufzeit von 20 Stunden. Eine neue Halterung, wo ich auch noch einen externen Akku direkt integrieren kann. Haben wir bis zu 40 Stunden Laufzeit. Wir haben dazu auch noch ein neues Routing. Popularity Routing nennt sich das Ganze. Nutzen wir Garmin Connect Daten von anderen Fahrern, um die beliebtesten Strecken mit einzubeziehen. Und dann haben wir natürlich noch ein paar weitere Software-Optimierungen vorgenommen. Können direkt Nachrichten vom Gerät an Smartphone-Nutzer senden oder an andere Edge-Nutzer. Ja, das sind so die wichtigsten Neuheiten. Cooles Produkt. Alles klar, vielen Dank. Bitte. Boah. Scheiße nass. Ah, Schirmanns wird schon sicher ein Bier holen. Cheers, Kevin. Ross. Ja. Can you tell us something about the new Sentinel bike? Yeah, Sentinel's a brand new model for us. Large travel 29er format, 140 rear, 160 front. We're super excited about it. It's got our new SVG geometry with the reduced offset fork that we think is absolutely magical on the bike. It really comes down to our geometry that we kind of did with the reduced offset, the slacker head angle, the shorter stem, increased frame reach, and the steeper seat tube angle to make a 29er that is agile, but also very much like capable downhill. When I get on this bike, like I feel like I ride better. It just makes me a better rider. Is there also a carbon version available? There will be a carbon version. I can't say when, so. All right. Kevin, the TR11. Yes. What is new? What is special? Everything new. Everything new. So this brand new model for us replaces the old TR500.
We wanted to really make a World Cup downhill capable downhill bike. So when we were developing it, we also wanted a bike that was still going to be fun and playful at a bike park, you know, because we know not everybody's racing. We feel like we did a good job of kind of blending those two skill sets in a downhill bike. For sure, full carbon. You know, obviously we want it, it needs to be light, it needs to be strong. Very nice bike. Thanks. Wait, hold on, let's go bottoms. Cheers. Hey Benny. Hey Benny. Hallo. Hey Benny. Hallo, wir haben drei Videos. Scheiß Wetter. Ja, das war Eurobike Tag 2. Wie ihr hört und seht, es regnet noch immer wie Sau. Ja, wir sind hier in unserem Wohnmobil, was wir gleichzeitig auch zu unserem Mediencenter umgebaut haben. Ja, jetzt heißt es für uns Facebook-Post, Blogbericht, Videos nachbearbeiten. Und dann hoffen wir, dass es euch gefällt und ihr auch ordentlich klickt, liked und auch kommentiert. Schönen Abend noch. Weil ich kann nicht verzichten. Ich kopiere das einfach nur so weiter.